Es ist immer cool, wenn einer von uns vorne ist, beziehungsweise wenn wir alle drei vorne sind, ist natürlich am schönsten, aber dadurch entsteht halt so ein bisschen auch Konkurrenz, aber man freut sich halt auch für den anderen, wenn der gerade ganz gut ist. Und dadurch ist halt immer so ein gewisses Teamgefühl da. Das ist definitiv am coolsten, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und das macht das, ich würde sagen, das unterscheidet das Volleyball ja auch von den anderen Sportarten, dass man sich gegenseitig gönnt. Und wenn dann einer eine neue Übung entworfen hat oder irgendwas geschafft hat, was vorher noch keiner gemacht hat, dann kommt auch immer irgendwer an und sagt, ey, boah, voll cool, dass du das gemacht hast. Wie hast du das gemacht? Hast du mal ein paar Tipps da und dafür? Und da tauscht man sich eigentlich auch gegenseitig ziemlich viel aus. Das Voltigieren an sich finde ich cooler im Einzelsport, weil ich da, würde ich sagen, ja, habe ich gewisses mehr Talent für als fürs Gruppenvoltigieren. Allerdings macht es in der Gruppe mehr Spaß, weil du halt viel mehr Kumpels um dich rum hast und dann natürlich die Stimmung auch dementsprechend immer besser ist. Habe ich so jetzt ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber dadurch, dass natürlich mehr Frauen im Sport sind als Männer, denke ich mal, dass sich das so ergibt, ja. Beim Runterfallen, ehrlich gesagt nur einmal, da hatte ich dann eine Schulterblattfraktur. Aber ansonsten, nee. Man wird auf jeden Fall vorsichtiger, vor allem umso älter man wird. Aber man lernt ja, vor allem umso erfahrener du bist, man lernt ja eigentlich auch genau, wie muss man fallen, wie musst du jetzt abrollen oder in der bestimmten Situation halt reagieren, ne? Also von daher ist es eigentlich nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Ja, meistens habe ich immer irgendeinen Kumpel oder wie gesagt, mein Bruder oder so bei mir, der sich dann ein bisschen mit um mich kümmert und mit dem ich dann nochmal so ein bisschen quatsche und alles durchgehe und Hauptsache die Stimmung ist gut. Na, ich würde sagen, bei den Voltigier-Fans oder Publikum liegt es natürlich daran, dass sie so euphorisch sind, weil das alles selber Voltigierer sind. Größtenteils kennt man sich halt auch gegenseitig und dadurch ist natürlich dann auch die Euphorie da und dann unterstützt man sich halt auch natürlich dadurch gegenseitig, wenn man einläuft und dann versucht dem anderen nochmal die letzte Kraft mitzugeben. Und ja, wie der Zusammenhalt funktioniert, ist eigentlich dadurch, dass wir, glaube ich, alle versuchen, den Sport, soweit es geht, zu fördern und einfach auch ja, voranzubringen.